Ah, Buchstabe L, Oa. Wir haben schon länger keinen Ausflug mehr aufs NES gemacht, also kommt heute Little Nemo. Dabei handelt es sich um eine Umsetzung des Films Little Nemo aus dem Jahr 89, der wiederum auf einer Comicreihe von 1905 basiert. Allerdings folgt das Spiel eher der Handlung der Comics als der des Films, soweit ich das beurteilen kann. Allerdings lässt sich das nur noch schwer feststellen. Meine Vermutung ist, dass es auf dem Film basieren soll. Dumm nur, dass das Spiel überall auf der Welt, außer in Japan, einige Jahre vor eben diesem Film erschien und deshalb die meisten logischerweise die Verbindung nicht sahen. Das Spiel ist ein Plattformer alter Schule, allerdings Capcom-typisch mit einigen Extras, die andere Jump'n'Runs nicht zu bieten hatten. Es ist zum Beispiel vergleichsweise recht storylastig. Im Intro erscheint dem kleinen jungen Nemo eine Art Fee, die ihn einlädt, mit ihm ins Schlummerland zu reisen und der neue Spielgefährte der Prinzessin zu werden. Okay, sich über die Geschwindigkeit der Textboxen lustig zu machen, wurde in anderen Reviews bereits zur Genüge getan, aber ich kann dennoch nicht widerstehen. I never played with girls. Before. She's not a girl, she's a princess. Aber nun mal rein ins erste Level. Da begegnet uns schon dieser Mistclown Flip, der uns darüber aufklärt, dass sich einige Waldbewohner reiten lassen, wenn man ihnen Süßigkeiten gibt. Und da haben wir schon den wesentlichen Unterschied zu unserer Welt. Bei uns sind das die abgeranzten Waldbewohner, die kleinen Kindern Süßigkeiten anbieten, lass mal das. Das größte Problem, was ihr feststellen werdet, ist, dass Nemo eine hilflose kleine Wurst ist. Er kann zwar mit Bonbons werfen, aber da schütteln sich die Gegner nur kurz und dann geht's weiter. Drei Treffer und man ist tot, nur so nebenbei. Das Gameplay kommt aber spätestens dann richtig in Schwung, wenn man anfängt, bestimmte Tiere zu füttern und man dann reiten darf. Das ist aber kein Reiten. Er hat sich einen Anzug draus gemacht. Also, wenn man ein Freund des schwarzen Humors ist, könnte man das jetzt echt so verstehen: Er gibt ihnen vergiftete Süßigkeiten, schläfert sie damit ein und alakazam, ein kleidsamer Froschanzug. Na jedenfalls, mit den verschiedenen Tieren hat man diverse Fähigkeiten. Mit dem Froschanzug kann man endlich auf Gegner springen und besser schwimmen, der Maulwurf kann buddeln, die Echse geht Wände hoch, aber das beste Vieh ist der Affe. Der kann nämlich die Gegner wegboxen und das ist dann die pure Befriedigung. Bam! Eine Sache, die man aber unbedingt in jeder Review ansprechen muss, ist der barbarische Schwierigkeitsgrad. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, es als eines der härtesten Spiele ever zu bezeichnen. Und behaltet im Hinterkopf, das kommt von jemandem, der Ghouls and Ghosts und Mortal Kombat Mythologies durchgespielt hat. Das will schon was heißen, wenn ich Little Nemo solch ein Prädikat aufdrücke. Das größte Problem sind die dabei wieder auftauchenden Gegner. Das ist zwar auch Standard in anderen Spielen, aber hier ist man nun mal an die limitierten Möglichkeiten von Nemo gefesselt. Was bedeutet, dass man gerne mal ein paar Schritte zurückgeht, um seinen Feinden auszuweichen. Problem ist nur, dass an derselben Stelle gleich ein weiterer Gegner auftauchen kann, und wenn's dumm läuft, hat man dasselbe Monster gleich zwei- oder dreimal auf dem Bild. Hinzu kommt, dass man in jedem Level nicht nur das Ende erreichen, sondern auch noch alle Schlüssel dabei finden muss, sonst darf man das Level nicht verlassen, was wiederum heißt, dass man wirklich alles absuchen muss, denn man weiß nie, wie viel man in jeder Welt braucht. Und das ist das Problem. Jeder Abschnitt ist wie ein Ausdauertest, bis man sich zum nächsten Medipack schleppt, um irgendwie bis ans Ende zu kommen. Aber nein, du musst nochmal zurück, weil irgendwo noch ein Schlüssel rumgeistert, den du übersehen hast. Und dass einen seine vermeintlichen Freunde öfter töten als einem helfen, macht's auch nicht gerade besser. Es ist eins dieser Spiele zum in den Pett beißen. Für mich ist Little Nemo so ein zweischneidiges Schwert. Es ist an sich kein schlechtes Spiel, aber irgendwie hat man als versierter Oldschooler schnell das Gefühl, dass Capcom hier etwas viel recycelt hat. Der Grafikstil und das Levellayout erinnern stark an Chip und Chap, einige der Soundeffekte hat man schon in DuckTales gehört und woher die Idee mit den verschiedenen Anzügen und Fähigkeiten kommt, sollte klar sein. Auch wenn sie diesem Aspekt genug eigene Innovation eingeräumt haben, um sich behaupten zu können. Die Musik ist nach dem NES-Standard schon ganz gut, gemessen am Capcom-Standard aber eher unterer Durchschnitt. Zumindest kommt es lange nicht an die DuckTales und Mega Man-Ohrwürmer ran. So viel also zu Little Nemo, dem NES-Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte es mal probieren, gerade für Freunde von alten NES-Sachen. Und wer schon die üblichen Verdächtigen wie Mario und so weiter schon durch hat, der kann ruhig mal Little Nemo angucken. Es ist wirklich hammerschwer, da will ich gar nichts gegen sagen, aber es macht auch Spaß und gerade deshalb sollte man es mal probieren. Eine andere Empfehlung von mir ist, das will ich gleich noch anfügen, der Film Little Nemo. Ich wollte dafür nicht extra eine eigene Filmkiste machen, aber ich wollte es mal angesprochen haben. Das ist einer dieser Trickfilme, die ich meiner Meinung nach für stark unterschätzt halte. Die Animationen sind für einen 89er-Film wirklich ziemlich gut und auch die Story und die Schauplätze, die sind sehr fantasievoll. Also es ist nicht dieser typische Disney-Einheitsbrei, den man hier geboten bekommt. Wenn ihr noch irgendwie eine Kopie von dem Film, oder ich weiß nicht, ob es den schon auf DVD gibt, dann holt ihn euch. Die Synchro, die deutsche Synchro ist übrigens sehr gelungen in dem Film, also das muss ich wirklich hervorheben. Also es gibt keine einzige Stimme, die man nicht schon mal irgendwo gehört hat, also es sind scheinbar nur professionelle Sprecher dafür eingestellt worden und das merkt man wirklich am Ergebnis.
So, das war's mit der heutigen ABC-Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Buchstaben N. Und da sind ja jetzt die Spekulationen weit offen, weil bei M gibt es ja wirklich unzählige Spiele. Ich weiß selbst noch nicht, was ich nehme. Mal schauen. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Pajama, Pajama! Ooh, pajamas do scare me so.